Diese Waffen sind unbrauchbar, allenfalls Schrott. Kürzlich gehörten sie noch zum Arsenal der Nationalen Volksarmee. Sie sind nie in einem Krieg eingesetzt worden und es waren auch keine Kriegseinwirkungen, die den Panzern und Flugzeugen das Ende bereiteten. Diejenigen, die eben diese Waffen bislang brauchten, um Frieden zu bewahren, legen selbst Hand an. Sie zerstören die Zerstörungsmittel, weil sie dem Frieden auf neue Weise näher kommen wollen. Regimentsappell. Goldberg, April 1989. Für diese jungen Männer ist der Wehrdienst vorbei. Sie haben, wie es sich gehört, ihre Schuldigkeit getan. Der eine mehr, der andere weniger. Wenn sie heute nach Hause gehen, folgen ihnen keine neuen Soldaten. Das Bataillon, in dem sie gedient haben, wurde aufgelöst. Es ist der Anfang vom Ende des Panzerregiments 8, der erste Abschnitt seiner völligen Beseitigung in Struktur und Bewaffnung. Dieser Tag ist für uns erstmal ein Ehrentag und dass wir entlassen werden. Ich meine, wir sind jetzt so froh. Ich meine, vorbereitet haben wir uns. Ich meine, Technik und alles so wurde vorbereitet zur Abrüstung. Und naja, wir freuen uns erst, dass wir entlassen werden jetzt. Das kam ja in Rundfunk und Fernsehen. Genau. Und welche Regimente es genau betraf, das kam erst eine Weile später. Und als es näher auf das uns ja kam. Ich habe gestern gehört in der aktuellen Kamera. Ja. Wurde es ja auch wieder gesagt. Heute auch wieder in Rundfunksendung. Seid ihr denn froh, dass ihr jetzt nach Hause könnt? Ja, das ist wohl jeder. Das wird wohl jeder sein an dieser Stelle. Ja. Noch sind es einseitige Maßnahmen der DDR, die hier die internationale Öffentlichkeit in Goldberg zur Kenntnis nimmt. Noch müssen die ersten Erfahrungen bei der Abrüstung gesammelt werden. Die Militärdoktrin unserer Seite orientiert auf Verteidigung. Ihr Prinzip hinsichtlich des Potenzials an kriegsfähigen Truppen und Waffen ist die Hinlänglichkeit. Keiner dieser Panzer ist veraltet. Ihre Kriegstauglichkeit ist unbestreitbar. Dennoch sind ihre Tage gezählt. Sie werden ausgesondert. Dafür zuständig ist der Regimentskommandeur. Der T-55A ist ein wesentlicher Teil der Bewaffnung der Nationalen Volksarmee. Seine Zuverlässigkeit ist bekannt, seine Kampfkraft wurde vielfach erprobt. In einer Anzahl von Manövern und Übungen haben die Soldaten, die mit diesen Panzern Gefechtsaufgaben zu fahren und zu schießen hatten, beachtliche Leistungen erzielt. Allein und im Kollektiv. Allein im Panzerregiment Goldberg müssen 19 Berufssoldaten ihren Dienst quittieren. Andere werden sich neuen Aufgaben zuwenden. Panzer kann man aussondern, Menschen nicht. Der Divisionskommandeur hat seiner Verantwortung gerecht zu werden und die ist zweifach. Er muss konsequent abrüsten und er muss zusehen, dass sein Verband verteidigungsfähig bleibt. Unsere Militärdoktrin verlangt das. Von diesen Panzern wird keiner mehr zu Gefechtshandlungen eingesetzt werden, niemals und nirgendwo. Obwohl sie allesamt ihr Limit an Jahren und Kilometern nicht ausgeschöpft haben, sind sie inzwischen altes Eisen. Es ist tatsächlich die letzte Verladung, die präzise und verantwortungsbewusst wie immer natürlich geschieht. Einige der Panzer werden zu Ersatzteilspendern. Wenige können für die Volkswirtschaft umgebaut werden. Die meisten gehen zur Verschrottung, landen im Schmelzofen. Zum Verkauf gelangt nicht ein einziger.
Für diese Panzer und die Panzersoldaten aller Dienstränge ist es die letzte Übung im Bestand. Sicherlich nimmt sie keinen besonderen Verlauf. Der Gegner ist wie üblich abstrakt, also nicht vorhanden. Die Gefechtshandlungen folgen der Kriegskunst, vieles ist Routine. Alle Soldaten zu motivieren, die Panzerbesatzungen zu Leistungen zu veranlassen, wenn man ja doch aufgelöst wird, das war allerdings das Besondere. Es war nötig zu demonstrieren, es werden kampffähige und leistungsstarke Einheiten abgerüstet. Diese Panzertruppe hat ihre letzten Übungen in diesem Sinne sehr gut abgeschlossen. Der anscheinende Widersinn, der darin liegt, funktionstüchtiges Kriegsgerät zu zerstören, erlangt seinen Sinn angesichts der Bedrohung, die von den zum Bersten gefüllten Waffenarsenalen der Welt ausgeht. Von den 600 Panzern, die die NVA 1989 abrüstete, wird keiner mehr ein Gefechtsfeld überqueren. Keines der 50 Flugzeuge, die die Luftstreitkräfte außer Dienst stellten, fliegt jemals wieder. 10.000 Mann wird die NVA weniger haben, um ihren Verteidigungsauftrag zu erfüllen. Mit der Reduzierung von Waffen und Soldaten vollzog sich 1989 eine einseitige Maßnahme der DDR im Rahmen des Warschauer Vertrages. Sie war mehr als eine Geste guten Willens. Die Hoffnung stärkt sich, dass dieser Beginn offen vollzogener Abrüstung Spuren freilegt für weitere Schritte in eine friedliche Welt.